In dieser Meditation wird dein Kehlchakra harmonisiert. Das Kehlchakra wird auch als Halschakra oder Kehlkopfchakra benannt. Es befindet sich, wie der Name schon sagt, im Hals, im Bereich deines Kehlkopfes. Das Kehlchakra steht für Kommunikation, für die Botschaften deiner inneren Stimme, für das Sprechen deiner Wahrheit. Wer bist du wirklich? Und bringst du das, was du wirklich bist, auch zum Ausdruck? Sprichst du aus, was du denkst, fühlst und dir wirklich wünschst? Stehst du zu deinen Bedürfnissen? Hast du Zugang zu deiner Seele? Oder hältst du dich selber immer noch klein? Willst nicht auffallen? Schwimmst lieber mit dem Strom, anstatt dich selbst zu ergründen und zu leben? Willst dich nicht zeigen oder hast Angst vor Kritik oder Ablehnung, wenn du dich wirklich zeigen würdest? Das ist nur allzu verständlich. Schließlich wurden die wenigsten von uns zu würdigen, selbstbestimmten und selbstbejahenden Erwachsenen erzogen. Deine Seele sehnt sich jedoch danach. Sie sehnt sich danach, sich zu entfalten, ihr Wesen und somit dein Wesen vollumfänglich zu zeigen. Spürst du das? Diesen Wunsch deiner Seele? Lege gerne einmal sanft deine Hände auf deinen Kehlkopf. Wie fühlt es sich hier an? Hast du einen Kloß im Hals? Oder spürst du hier Weichheit und Wärme? Atme in deine Hände, die auf deinem Kehlkopf liegen, hinein. Belebe diesen Bereich mit Sauerstoff. Vielleicht hast du dein Kehlchakra noch überhaupt nie bewusst wahrgenommen. Das ist schon möglich. Umso schöner, ihm nun, in dieser Meditation, deine ganze Aufmerksamkeit zu widmen. Du kannst durch den Mund oder die Nase in dein Kehlchakra hineinatmen. Oder du ziehst beim Einatmen die Energie von unten durch alle Chakren hindurch nach oben in dein Kehlchakra. Vom Wurzelchakra über dein Sakralchakra, das Solarplexuschakra, das Herzchakra bis in deinen Kehlkopf. Probiere das gern einmal aus. Nachdem wir diese Chakren schon in den vergangenen Meditationen harmonisiert haben, fließt die Energie ungehindert von deinem Wurzelchakra durch deinen ganzen Körper aufwärts bis in dein Kehlchakra. Genieße diesen energetischen Strom. Sehr gut. Dem Kehlchakra ist die Sinnesfunktion des Hörens zugeordnet, des Hörens deiner inneren Stimme. Daher lass dich nun mitnehmen auf eine kleine Reise, eine Reise deiner Seele zu der Botschaft, die sie dir heute mitgeben möchte. Eine Botschaft, die dich stärker macht, echter. Eine Botschaft, die dir hilft, dich selber, dein Wesen noch besser zu verstehen und diese Erkenntnis in deinem Leben zum Ausdruck zu bringen. Stelle dir dazu vor, du schwebst nun ein Stück aus deinem physischen Körper heraus nach oben. Dort wartet schon deine Seele auf dich und nimmt dich bei der Hand.
Ihr schwebt gemeinsam höher und höher, dem strahlend blauen Himmel entgegen. Du fühlst dich schwerelos und frei, bist ganz sicher und voll innerem Frieden. Kannst du diese Leichtigkeit spüren? Es geht immer höher hinaus. Und ihr erreicht schließlich eine weiche, weiße Wolke und lasst euch darauf nieder. Vielleicht hast du dir als Kind schon einmal vorgestellt, wie es wäre, auf den weißen Wolken hoch oben am Himmel herumzutollen, dich hineinfallen zu lassen wie in ein weiches Bett oder abenteuerlustig von Wolke zu springen. Jetzt hast du die Möglichkeit, das einmal auszuprobieren. Hier auf deiner Seelenwolke. Wie nimmst du sie wahr? Wie groß ist sie? Wie ist der Farbton? Wie fühlt es sich an, auf ihr zu laufen, zu springen, dich fallen zu lassen? Probiere dich gerne aus. Das innere Kind in dir freut sich bestimmt riesig. Gib ihm Raum. Sei ausgelassen. Und dann lege dich bitte hin oder setze dich nieder auf deiner Wolke. Deine Seele ist bei dir und zeigt dir den endlos blauen Himmel über dir und um dich herum. Sie lädt dich nun ein, den Blick nach unten auf die Erde zu richten. Dort siehst du das Treiben der Menschen, ihre Herausforderungen, ihr Glück und Leid, das ganze Spektrum des Lebens mit all seinen Erfahrungen kannst du von hier oben aus erkennen. Und du siehst nun auch dich selbst in deinem Leben, deinem Alltag, in deinen Herausforderungen, deiner Freude und deinem Leid. Du siehst dich in deinem Umfeld. Schau einmal genau hin. Wie geht es dir da unten? Was kannst du sehen? Was fühlen? Achte ganz genau auf dich dort unten. Schau mal, bist du angespannt oder entspannt? Lächelst du oder hast du es eher schwer? Was beschäftigt dich in der Situation, in der du dich von hier oben aus siehst? Welche Wege gehst du? Was ist deine Sehnsucht? Lass alles auf dich wirken. Und bringe dir gerne Mitgefühl entgegen, in welcher Situation du dich auch immer siehst.
schenke dir dein Mitgefühl, deine Liebe und Dankbarkeit, deine Ehrerbietung. Denn das bist du wert. Du bist kostbar und hast alle Liebe verdient, die es nur gibt. Lass sie dir zuteil werden, jetzt. Und dann nimm wahr, was du dir da unten nun von hier oben aus sagen möchtest. Von hier auf der Wolke siehst du ganz klar und deutlich, was du gerade brauchst. Wo eventuell eine Richtungskorrektur nötig ist. Was in deinem Leben einer Veränderung bedarf. Oder einfach nur einer neuen Betrachtungsweise. Von hier auf der Wolke aus siehst du plötzlich die Zusammenhänge, erkennst deine Bedürfnisse und Herzenswünsche. Du erkennst dich. Und du siehst nun auch, was sich in deinem Leben verändert, wenn du ganz genau dazu stehst. Wenn du zu dir stehst und zu deinem neuen Weg. Einen Weg, der deiner ist, der dir wirklich entspricht, auf dem du mutig zu deinen Bedürfnissen stehst. Und dein Leben dadurch in eine Richtung lenkst, die dich erfüllt und glücklich macht. Schau ganz genau hin, wie du dich auf diesem neuen Weg bewegst. Wie du dich fühlst. Wie du atmest und lächelst. Achte auf deine Ausstrahlung und darauf, wie dein Umfeld auf dich reagiert. Nimm alle Farben wahr. Höre die Geräusche, die Klänge auf dem Weg deines Herzens. Und jetzt ist es langsam an der Zeit für den Rückweg. Nimm noch einmal wahr, wie du auf deiner Seelenwolke liegst oder sitzt. Dein Gefühl hier. Komme immer wieder hierher, wenn du Klarheit brauchst oder der Botschaft deiner Seele lauschen möchtest. Dann lass dich von deiner Seele wieder zurückführen. Zurück nach unten, in deinen physischen Körper, ins Hier und Jetzt, in den Raum, in dem du dich befindest. Achte auf die Geräusche um dich herum. Und dann bewege bitte mal deine Füße und Hände. Strecke dich gerne etwas. Spüre in dein Kehlchakra. Lass die Erfahrung von soeben, die Botschaft deiner Seele, gerne groß darin werden.
Erfülle dein Kehlchakra mit dem leuchtenden Blau des Himmels. Und dann öffne gestärkt deine Augen. Willkommen zurück. Ich wünsche dir viel Freude dabei, das, was du gerade gesehen hast, nun in deinem Leben zu verwirklichen. Möglicherweise geschieht dies von ganz allein. Vielleicht bedarf es aber auch noch einer klaren Entscheidung deinerseits oder einer liebevollen und selbstbejahenden Ansage. Lebe dich, bring dich zum Ausdruck, denn du bist ein Geschenk.